Sie hören einen Ausschnitt aus dem musikalischen Vortrag der Rolling Stones, so wie ihn 12.000 mehr oder weniger Sachverständige genossen. In dieser Weise geht es weiter. Und während es weitergeht, wälzt sich die Masse der Begeisterten auf die Bühne zu, erreicht sie, drückt ihre Vorder- und Seitenwände ein, schmeißt die herausgebrochenen Holzstücke auf das Podest hinauf. Zum Glück sind die Künstler aus Stein. Der Appell an die Vernunft wird jetzt fällig. Uniformierte Kampfgruppen rücken knüttelbewehrt heran. Das Konzert ist zu Ende, die Schlacht bricht aus. Und jetzt die Frage. Hat es Ihnen gefallen? Sind Sie mit der Darbietung der Rolling Stones zufrieden? Haben Sie überhaupt etwas verstanden? Ja, das ist schwer zu sagen. Ich bin enttäuscht von den Stones selber. Die Musik ist nicht so klar, wie man denkt. Ja, es ist zwar schon ein schauriger Radau, aber am besten hat mir gefallen, weil alle mitgesungen haben. Was hat Ihnen am besten gefallen, Sami? Die Stones natürlich. Die Stones, warum? Ja, das sind einfach die Besten. Ich bin Fan, fanatisch von denen. Es war wunderschön. Es war sehr gut. Sie waren sehr gut. Aber der Rest, Sotral waren auch ein Sevens. Explosiv, c'était sensationnel. Wie hat es Ihnen gefallen? Ja, gut. Hat sie etwas gehört? Ja, nicht viel. Nicht viel gehört von. Man hat fast nichts gehört vom Singen, das ist schade. Ich meine. Es wäre also Zeit, wenn sie mit dem Unfug würden aufhören. He? Wer? Ja, also das Volk da, oder? Wegen so ein paar Halbstarken können wir verzichten auf die nächsten Vorstellungen. Das will ich also sagen. Hat es Ihnen gefallen heute Abend? Gut, heute ist tiefes Geld. Haben Sie etwas gehört? Gehört fast nicht. Sind Sie trotzdem auf die Rechnung gekommen? Jawohl, ganz sicher. Was haben Sie denn erwartet heute Abend? Ja, was habe ich erwartet? Schlägereien. Das ist ja gerade das Schönste. Wenn man nachher Schmierverrock machen mit dem Zeug zusammenschlagen, das ist ja gerade das Schöne, oder? Aber da kann man die Wut auslassen, wo man nicht an den Schmier auslassen kann. Das kriegt man ja Knöttel an den Kopf, oder? Es steht jetzt auch nicht mehr unbedingt fest, wer wem ein Konzert geliefert hat. Die Rolling Stones ihren Fans oder die Fans den Rolling Stones. Was Sie jetzt hören, das sind Sitzplätze, die jetzt kraftvoll in ihre Bestandteile zerlegt werden. Allerdings, nicht jeder Mann in der Halle hält die Zerstörung des verfügbaren Mobiliars für eine unausweichliche Folge des bewaffneten polizeilichen Eingriffs. Heute war es eine Katastrophe. Eine Katastrophe. Einfach. Ich kann nur das sagen. Die Polizei nimmt diese Katastrophe jedoch mit Gelassenheit. Zum Beispiel Dr. Stotz, Chef der Sicherheitspolizei. Es ist eigentlich das passiert, was wir erwartet haben. Ein Haufen Leute und gegen den Schluss ein grosser Durcheinander. Ich habe eigentlich noch gedacht, es kam viel früher. Es ist erst gekommen, als die Sauterelle dann erschienen sind. Und wir haben das eigentlich erwartet. Gott sei Dank haben wir die Bühne im richtigen Moment halten, dass also die Bühne nicht gestürmt worden ist. Das war dann für mich der Moment, wo ich die Uniformpolizei, die sogenannte Einsatzreserve, geholt habe und von hinten her von der Bühne vorgenommen habe, damit sie dort das Abbrechen von der Bühne und das Vordringen verhindern können.